Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich habe ja gesagt, wir wollen einmal noch versuchen, das hier zu retten irgendwie. Und dafür brauchen wir vor allem eins, Einheiten. Und vielleicht mal reparierte Gebäude, das wäre auch ganz knorke. Ein paar davon wären ganz cool. Ein paar Feuerfresser und Space Marines. Hier würde ich gerne noch ein paar schwere Kreuzer bauen, kann ich aber nicht mehr, weil unser Fusionskern draufgegangen ist. Das ist ein bisschen doof. Aber die sind eh sehr teuer, deshalb hole ich mir jetzt einfach mal ein paar Banshees. Ja, das ist okay. Ich habe leider auch keine Emitter mehr für Dingens, um so einen Ballisten oder so zu übernehmen. Machen wir ihn die Hölle heiß. Hätte ich gerne, habe ich leider nicht. Warum kommen eigentlich immer so viele Müdesungen? Vielleicht hätte ich doch die Müdesungen ausschalten sollen. Basis wird angegriffen. Maschinen laufen. Warnung. Seismische Störung entdeckt. What the fuck? Wie viele Nidus-Würmer? Nee, ganz ehrlich, das können wir vergessen. Starten wir einfach die Mission neu. Ist, glaube ich, einfacher. Einheiten auf höher gelegenem Terrain können gefahrlos angreifen. Um dagegen vorzugehen, sorgen sie für Sichtkontakte, indem sie Rampen hinauflaufen oder Lufteinheiten einsetzen. Ja, das sollten wir uns hier eigentlich natürlich selber auch zunutze machen. Die Sequenz kennen wir schon. So. Was liegt hier? Da, was da. Liegt da. Nur zu. Da. Einer von Commander, euch bräuchte zum Arbeiten. Die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte ja, die Sache außer Kontrolle der Plan geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Ja, das wird uns ja gleich mal schön eindrucksvoll gemacht. So. Z, Z, Z. Ich brauche noch mehr Barren. Was geht's los? So, ist da oben hin. Ich höre. Nehme ich jetzt mal Scan mal bitte. Wo stellt sich da hin? Erweiterung fertiggestellt. Wo sind die? Losgeladen, Lunden! Kommt noch was? Space Marines, über Space Marines brauchen wir. Okay, das schafft. Geht sogar noch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Vielleicht wären die Adler auch keine doofe Idee. Nicht genügend Energie. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Machen wir ihn die das, Hölle heiß! Kommt vor. Abmarsch bereit! Von mir aus! Aber ihre Streitkräfte werden angegriffen. Streitkräfte! Kannst kaum noch erwarten! Worauf soll ich ballern, Sir? Basis wird angegriffen. Die Energienova möchte ich mir definitiv aufheben, wenn wieder Nidus-Würmer kommen und so. Streitkräfte werden angegriffen. Nicht genügend. Abmarsch bereit! Nicht genügend. Na, nee, ja, das Problem werden wir leider wahrscheinlich öfter haben. So. Lasst mich hier nicht verrotten! Hatte ich nicht vor. Durchgeladen und entsichert! Ich bin nicht mehr.
Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Wie viel kosten die? Erweiterung fertiggestellt. Können wir mal ein paar Panzer ausbilden, die wir wieder einsetzen zur Verteidigung. Basis wird angegriffen. Nicht genug. Maschinen laufen. Nicht genügend Mineralien. Lüschen ist hier weit, ich los, los, los! Hier komm ich! Warnung! Seismische Störung entdeckt. Nydus-Wurm nähert sich. Der ist auch viel besser. So, dann muss noch ein Nydus-Wurm aufgetaucht. Also da mal. Aufgedankt und einsatzbereit. Benötige weitere Depots. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Warten. Dann brauchen wir Depots. So, ihr beide könnt wieder dahin. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Viel zu viel, was hier Mineralien kostet. Du kannst mit 6 bauen. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nydus-Wurm nähert sich. Du mal bitte dahin und wieder zurück und du gehst den CD. Alle Mann von Bord! So. Button! Hier komm ich! Nur zu! Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Hier kann ich nicht bauen! So, das reicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Du da mal bitte links kontrollieren. Einfach Bescheid geben. Das geht genau. Sechs davon. Nicht genügend Mineralien. Ist doch gelogen. Alarm. Und da kommt Kerrigan. Die Königin der Kühne nähert sich. Du da oben. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Bis dahin. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Du gehst noch dahin und dann nehmen wir bitte. Die zerlegt leider ohne Probleme meine Bunker und alles. Durchgeladen und entsichert. Warnung, seismische Störung entdeckt. Das werdet ihr noch bereuen. Das ist mir gerade egal. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Ihr mal bitte schnell dahin. Du gehst. Machst das? Hä? Du hast aber genug Energie und kannst die mal zerlegen. So, weil dich. Gedankenemitter stehen noch. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nydus-Wurm nähert sich. Ich mach ihn.
können sich auch nichts Neues ausdenken, ne? Wir werden noch abgeschossen. Ach, da kommt der zweite Lösung. Das ist klar. Why not? So, und dann fehlt mir zwei von denen. Und mir fehlt mal wieder ein. Quatsches. So. Wir brauchen dringend hier einen zum Reparieren. Tech darf ich nicht vergessen, sonst gibt's Probleme. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Kraft. Aufgedankt und einsatzbereit. Positiv. Wann geht's los? Basis wird angegriffen. Jawohl. Bestätigt. Die sind ziemlich nervig, die Overlords. Das hatten wir schon mal das Problem. Ich meine, die können effektiv auf dem Weg. Genau eins, nämlich. Ey, Moment. Der hat einen Zettel raus. Das finde ich uncool. Und wie gesagt, die machen halt Schaden durch den Viecher, den die hier vorbereiten. Okay, wir gehen einfach um. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ich werde euch alle von meiner Welt tilgen. Das finde ich uncool, Kerrigan. Das finde ich hart uncool. Das solltest du wissen. Von mir aus. BBS bereit. Darf sonst noch was sein? Warnung. Seismische Störung. Mühelosloh nähert sich. Kerrigan hat sich verkochen. Feuert weiter, Benner! Ja, und Kerrigan hat trotzdem leider mal wieder viel zu viel kaputt gemacht von mir. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Und dann wollen alle. Nein, verdammt. So, die anderen. Setz ich mal kurz hier hin. So, noch kommen wir ganz gut ohne die Energienova aus, das gefällt mir. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nähert sich. Ja, ja. Na gut, keine Schnitte. Der kriegt auch auf die Nase. So, ich brauche wieder mehr Panzer. Nicht genügend Mineralien. Geh mal bitte. Da hinten runter. So, das ist ja. Basis benötigt weitere Depots. Du kannst den mal killen. Ich steck ganz schön in der Klemme hier! Dann stellen wir doch mal einen da zum Reparieren ab und einen stellen wir da zum Reparieren ab. Benötige weitere Depots. Ja, weitere Depots sind benötigt. Da haben wir aber keine von. Das ist ein bisschen doof. Lauter! Nur zu! Hey. Upgrade durchgeführt. Hey. Ja, Sir.
Was jagen wir hoch? Vorwärts! Du löst mir eben eine Reserve, bitte. So, ihr stellt euch einfach da oben hin. Und Kerrigan kommt wieder. Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ihr Narren hättet nie hierher kommen sollen. Einfach mal das zerlegen. Basis wird angegriffen. Zerlegt sie schneller. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nyduswurm nähert sich. Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. Ganz schnell. Ja, wobei die Panzer machen das schon. Zumindest an den nahen Stellen. Und hier können wir jetzt mal eben den killen. Und den da killen. Während ich einen von euch brauche. Du hast zu wenig Energie. Du hast auch zu wenig Energie. Warum habt ihr zu wenig Energie? Das ist echt uncool, Leute. So. Bis zum Reparieren da. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nyduswurm nähert sich. Ach, viel zu viele Nyduswurm immer noch. Ganz ehrlich. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Viel zu viel los. Verdammt. Okay, machen wir jetzt einmal gerade den hier. Und wenn wir dann Nyduswurm erledigt haben. Ich brauche neue Bunker. Turbinen auf volle Kraft. Neue Bunker. Das Problem ist, da kommt halt immer Kerrigan. Und dementsprechend. Die beiden hinteren Bunker sind eigentlich auch absolut nutzlos. Mal zerledigen, genau. Ich habe es heute wieder. Los. So, du gehst da oben hin. Alle Mann vom Bord! Du kannst dich nicht da stellen. Ja, Kommandant! Und lauf! Flieg um dein Leben! Du kommst davon! So schön! Nicht schön! Ihr Narren! Ihr spielt mit Mächten, die ihr nicht mal ansatzweise begreifen könnt. Das kommt mir gerade ganz gelegen. Gib mir den mal bitte. Bevor ich das schon wieder vergesse. Oh, jetzt mal kurz von der anderen Seite. Leute, mach doch mal was. Sie versucht zu fliehen. Nicht locker lassen. Du könntest mal mit reparieren gehen.
ihr dahin. Nehmen zwei Stück da rein. So, die Nova ist wieder einsatzbereit, sehr schön. Nicht schön. Ich brauche noch ein paar Banshees. So. Einmal aufladen und dann kann die Minuswurm da zerlegen. Dann einmal darum fliegen und den killen. Und ganz besonders den dann auch noch killen. So, da kommt wieder ein Typus für mich, den wollen wir haben. Genau dich. Aber es sieht diesmal stark besser aus. Du zerlegst den und begibst dich direkt wieder zurück. Einer geht mal bitte den Bunker reparieren. Wir brauchen mehr Dings. Brauchen mehr Depots, können aber keine mehr bauen. Das ist ein bisschen doof. Erreicht. Noch ein klein wenig durchhalten. So, du gehst da hin. Unbedingt. Ich höre. Du gehst da hin. Ich könnte ich denn mal haben. Ah, verdammt, ist so fett. Nicht genügend Energie. Brutaler Angriff, alle Geschütze. Wir haben notfalls nochmal die Energie nur für die letzten paar Prozent. Nicht genügend Energie. Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ah, mit euch habe ich mich schon lange genug aufgehalten. Zeit zu sterben. So, das sollte aber jetzt relativ locker inzwischen sein. So, zerlegt sie. Für schön. Diesen Verrat werdet ihr bezahlen. Ah, ich glaube nicht. Ich kann Sarah hören. Jetzt dreht sie völlig durch. Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir brauchen nur noch 10% und wir haben noch einmal die Nova, also. Machen wir die nochmal raus. Alles hier verbrutzeln. Wir haben es geschafft, Leute. Artefakt? Vollständig aufgeladen. Jetzt oder nie, General. Los! Hätte das nicht in der letzten Folge klappen können? Weil... dann war... hättet ihr nicht noch eine ganze Woche auf dieses Finale jetzt gehabt? Da zerplatzen so ein paar Zergs. Aber ich muss sagen, es war, glaube ich, gar nicht mal so doof, dass ich mehrfach die Brutalisten, oder waren es Ultralisten? Ich bin mir nie ganz sicher, dass ich die übernommen habe. Die machen nämlich schön viel Schaden und vor allem auch Flächenschaden. Das heißt, die sind gar nicht schlecht, um zum Beispiel auch Zergs abzuwehren. 150 Zerg-Einheiten mit dem Artefakt haben wir nicht geschafft, weil wir uns damit ein bisschen zurückgehalten haben. Wir haben aber die Trumpfkarte. Okay, das wäre auch schwer und das, das hätten wir auch machen können, aber naja. Moment. Missionszeit 30 Minuten. Mein Timer zeigt mir aber an, wir. Unsere Folge dauert 25 Minuten. Ich begreife es nicht.
sieht ungesund aus, diese Haltung. Alles wird gut. Ich hab dich. Das war's mit StarCraft II Rings of Liberty, Freunde. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie wir. Wie mir. Ja, was gibt es zu sagen? Ich liebe die Kampagne. Ich bin kein guter StarCraft-Spieler, das habt ihr gemerkt. Ich meine, ich musste die letzte Mission neu starten. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Aber ich habe trotzdem immer sehr viel Spaß an den Spielen. Und wir werden natürlich auch das Add-on, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist es ein Add-on, ist es ein DLC? Nee, DLC ist es nicht. Aber es ist eigentlich ein Add-on, weil man das eine nicht ohne das andere spielen kann, soweit ich weiß. Nämlich Heart of the Swarm werden wir spielen, wohlgemerkt nicht direkt im Anschluss, auch wenn ihr dann dieses Wochenende leider nur diese eine Folge kriegt. Aber, das würde ich wahrscheinlich auch einfach von der Zeit her mit dem Hochladen nicht schaffen, weil ich meine, heute ist Montag, wo ich das hier aufnehme, und wenn alles glatt geht, werde ich das morgen hochladen können, am Dienstag, weil Mittwoch spätestens müsste es hochgeladen sein, weil ich bin ab Mittwoch weg. Da ist nämlich erst Gamescom und danach beginnt mein Urlaub. Ja, könnt mir ja gerne mal schreiben, falls ihr auch auf der Gamescom seid. Bei so manchen meiner Spezialisten hier weiß ich das ja schon. Bei einem weiß ich, dass das nicht ist. Eigentlich schade, aber mal gucken. Und ja, übrigens möchte ich euch nur mal auf die Tragweite von wunderschöne Musik auch. Ich hoffe nur, dass die GEMA mir jetzt nicht dazwischen funkt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Was ich sagen wollte, die Tragweite von Rainers Entscheidung, nämlich die Waffe, die er am Halfter führte, am Hüfthalfter, um genau zu sein, das war sozusagen sein Spezialrevolver. Da war nur eine einzige Kugel drin. Die wollte er sich eigentlich für Arcturus aufbewahren.
Und jetzt hat er sie geopfert, um Kerrigan zu retten. Kerrigan hat übrigens eine sehr... Naja. Man kann sich über Frisuren streiten, aber... Ich meine, Rastas sind cool, aber das waren keine Rastas. Naja, es sieht ein bisschen... Naja, kann sie ja nichts für. Gut, ich würde sagen, ich lasse die Credits jetzt... Na, ich lasse sie lieber nicht durchlaufen. Einfach wegen der Musik, zumindest nicht ohne, dass ich darüber rede. Und... Ja, sonst muss ich das alles noch rausschneiden irgendwie. Das wäre uncool. Ich hoffe, es wird nicht gesperrt. Sonst werdet ihr es wahrscheinlich vor mir erfahren. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von StarCraft 2 Wings of Liberty von euch. Und gehe jetzt in Urlaub. Und wenn ich wiederkomme, nehme ich wieder auf XCOM, Mass Effect und Heart of the Swarm. Das wird es dann natürlich am Wochenende immer geben. Und wer weiß, vielleicht... Wobei ich glaube, wir kriegen Heart of the Swarm schneller durch, als das Legacy of the Void erscheint. Das erscheint ja Ende diesen Jahres. Und ich werde es mir nicht vorbestellen. Das heißt, ich werde nicht irgendwie vorher schon diese Prolog-Missionen oder was das waren spielen können. Deshalb... Naja. Okay, Eternal Father Strong to Save ist ein ziemlich altes Lied scheinbar. Na gut, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal nach meinem Urlaub. Macht euch eine schöne Zeit, bleibt mir treu und bis dahin, ciao.